Ja, servus, Leon. Die spontanen Sachen sind immer die geilsten Erlebnisse. Der Max hat mich spontan zum Motorflug eingeladen und natürlich war der gleich sofort am Start. Und again, sind wir wieder auf der Basis. Servus, Leon. Freut mich, dass ihr mich eingeschaltet habt. Wir haben Motorsäge, sind wir unterwegs. Der Max, unser Pilot. Und auf ist gegangen, teilweise mit 5 Meter pro Sekunde. Genialst. Mit dem haben beide nicht gerechnet, dass thermisch so gut aufgegangen ist. Das war wieder mal ein Erlebnis für sich. Also der alte 70 PS starke Motorsegler hat uns bis zum Thermikeinstieg gebracht. Wie wir die ersten Thermiken bemerkt haben, hat es am Anfang recht gewirkt, dass das richtig schwer wird zum Zentrieren. Dann ist es dann auf einmal richtig schnell gegangen. Wir haben einen Board erwischt, der was uns mit über 5 Meter pro Sekunde aufgebracht hat. An der Basis direkt hat dann ein großflächiges Steigen existiert. Das war dann einfach kurz gesagt ein riesengroßer Spielplatz für uns, wo man einfach gedankenlos die Höhe vernichten können hat. Und der Max ist ja dann einfach elegant einfach durch die Lüfte geflogen. Low Ride! Genau so mögen wir das. Ja, da sind wir wieder bei einem richtig geilen Tag. Mit Max haben wir die Ehre gehabt. Sind wir gemütlich am Nachmittag. Bin am Motorsägeflieger ausgeflogen. Da drüben, da sieht man den Sonntagsberg. Was richtig geil überraschend war. Da haben wir wirklich zwei voll gute Thermikwerte erwischt. Da wo es mit mehr als mit 5 Meter pro Sekunde aufgegangen ist. Jetzt sind wir richtig schnell zur Basis aufgekommen. Einfach Flieger-Feeling. Da treiben sie, dass nach tagelang schlecht wird, endlich wenn die Sonne immer da ist. Aber jetzt blendet sie gerade richtig beschissen. Ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir mal einen gescheiten Ding rüber. Juhu! Oh, durch die eigene Turbulenz durch. So, weiter geht's. Ja, kämpfen sie ein bisschen gegen den Wind an, Richtung Westen, zum Sonnenuntergang. Ja, so gesagt, das ist mein letzter Paramotorflug vom Urlaub. Am Sonntag geht's Richtung Kroatien und dann nehme ich das erste Mal meinen Paramotor mit. Also vielleicht kommen in nächster Zeit ein paar Paramotor-Videos. Aber schaut euch das einfach mal an, Alter. Blauer Himmel und einfach die wunderschöne Landschaft unter den Füßen. Erste Reihe Fußweiler, das ist Business Class. Alter, ich bin einfach nur happy, wieder mal in der Luft zu sein. Was gibt's denn Schöneres, Alter? Leck mich am Arsch. Juhu! Naja, 400 Meter haben wir schon wieder am Boden. Ich würde sagen, wir machen mal eine schöne Fassrolle. Eingeleitet jetzt mit der Steinspirale über die linke Seite. Auf geht's! Wuhu! Aber es ist so geil, es geht oben. Yes, man, Alter! Das Feeling ist einfach nur richtig geil, Alter! Da kann jede Achterbahn auf der Welt einfach nach Hause gehen. Naja, halb frisch ist es heute schon. 22 Grad.
Dann noch dazu gerechnet 40 km/h Fahrtwind. ÖSTW ist fast lenkt nur. Ja, das war so ein gemütlicher Abend. Ich meine, den Tag ist so richtig wohl unter den Schirm gefühlt, dass ich mir gedacht habe, es wird Zeit, dass ich einen Satz am neuen Paramotorschirm mache. Hab dann mehrmals die Stellsperre eingeleitet, ausgeleitet, dass ich ein Gefühl für den Schirm kriege. Und da ich einen Satz schon öfters am alten Paramotorschirm schon gemacht habe, hat das mir die Überwindung nicht so viel Mut gekostet. Woo!